Ich liebe ja diesen Anfang. Diese Samples, die Joe Hahn da einspielt, ey, ich fahr da total drauf ab. Das ist richtig cool. Alex Vedder, der Typ geht ab. Ich frage mich immer, warum der nie bei Interviews oder so dabei ist. Der ist ja ganze Zeit Gitarrist. Ich finde, man könnte den wirklich mal zu den anderen Bandmitgliedern setzen. Der ist auch ständig dabei bei jedem Live-Konzert. Das ist so ein geiler Rap-Part von Mike. So schön intensiv, gut gerappt. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und es ist gut, dass Lost in the Echo jetzt wieder in die Setlist integriert wurde. Ich fand das so schade, dass der rausgenommen wurde. Ihre zitternde, vibrierende Stimme passt einfach so gut in den Song. Das klingt einfach so krass. Ihre Betonung, wie sie die Wörter ausspricht, der Stimmansatz, das ist alles krass. Geiler Typ, ey. Die alte Mike Shinoda Weisheit, hat er die Gitarre hinterm Rücken, wird's ein geiler Tag. Geil, Colin, wie er hier die Drums spielt. Das sind ganz leichte Änderungen, aber es klingt einfach total fresh und es gibt dem Song wirklich einen ganz neuen Anstrich. Mir gefällt der Druck hier auf der Stimme, wie sie den Ton da so rausdrückt. Das klingt unfassbar krass. Es muss unfassbar schwer sein, das so zu singen. Yeah.
the fuck? Klingt einfach so schön. Sie screamt es ja und die anderen singen das clean. Das klingt wirklich krass. Dieser Ton, den sie da am Ende rauspresst, den zerreißt es ja förmlich und das klingt einfach unfassbar krass. Unfassbar krass gesungen, also besser kannst du es wirklich nicht machen. Oh, what the fuck, geil, Alter. Ein ganz großes Dankeschön geht an Janana Bäre, Toni Wolf, Aiko. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten.